Geldbeutel raus, Karte zücken und noch schnell Bargeld abheben. Für die allermeisten Bankkunden Routine, vermutlich ohne groß nachzudenken, wo die kleinen praktischen Karten eigentlich herkommen. Viele von ihnen stammen aus Neustadt bei Coburg. In diesem Tresor lagern rund 12 Millionen Rohlinge, die darauf warten, zum Einsatz zu kommen. Neben Bankkarten fertigt das Unternehmen Giesecke und Devrient auch Gesundheitskarten. Alle werden hochmodern personalisiert. Die Anlage prüft, ob das korrekte Produkt eingelegt wurde, personalisiert den Chip mit den Daten, die Sie benötigen für Ihren Bezahlvorgang. Wir personalisieren optisch sowohl auf der Vorder- als auch der Rückseite die Informationen, die Sie im Alltag benötigen. Bis zu 6.000 Karten in der Stunde können pro Anlage hergestellt werden. Auftraggeber, viele deutsche und europäische Banken und Gesundheitsorganisationen für ihre Kunden. Auf den Karten hochsensible Daten. Deswegen dürfen wir auch nur Musterkarten filmen. Die Sicherheit steht für das Unternehmen an erster Stelle. Die Fertigungshalle und die Daten werden mit verschiedenen Maßnahmen überwacht. Einfach um sicherzustellen, dass der Schutz der personenbezogenen Daten, das ist unser höchstes Gut, dass diese Produkte hier einwandfrei und in höchster Qualität unsere Fabrik jeden Tag auch verlassen. In weiteren Schritten werden die Karten auf vorgefertigte Anschreiben geklebt und in Umschläge verpackt. Im Dreischichtbetrieb sorgen 150 Angestellte dafür, dass die Abläufe reibungslos funktionieren. Eine große Aufgabe, schließlich verlassen bis zu 200.000 Karten pro Tag die Fertigung. Die Chipkrise während der Pandemie hat das Unternehmen überstanden und steht gut da. Auch in der Kartenbranche haben inzwischen die Themen Nachhaltigkeit und Materialeinsatz Einzug gehalten. Wir werden bis 2030 keine mit Roh- oder Virgin-Plastik mehr verwenden, wo Rohplastik drin ist, sondern der Trend geht dazu hin, dass recyceltes Plastik verwendet wird. Wir haben zum Teil schon Ocean-Plastik, also Plastik, was aus dem Meer gefischt wurde. Angst um die Zukunft der Chipkarte haben die Verantwortlichen in Neustadt bei Coburg nicht. Die Anwendungsgebiete für eine analoge Karte sind auch im digitalen Zeitalter vielfältig.